Wir müssen die Stabilität des Systems aufrechterhalten. Ich nehme ein Beispiel im Bahnstrombereich. Das ist ein eigenes Stromnetz für Bahnstrom. Ich glaube, wenn morgen alle Bahnstromkohlekraftwerke stillgelegt sind, stehen alle Züge. Vielleicht ist kein erstrebenswerter Zustand. Stromausfall nicht. Einmal hat E.ON mir gedroht, mich zu sperren. Dann war ich umgezogen und irgendwie hat das mit der Abbuchung nicht geklappt. Und dann kam ein Anruf, man wollte mich sperren. Das ist erfolgreich abgewendet worden. Ich glaube, es war übrigens auch meine Schuld. Irgendwie hatten das irgendwie falsch gemacht, aber das ließ sich dann beheben. Ich bin über 26 Jahre in Großkonzernen geschult worden. Ich bin nicht sicher, dass das Handwerkszeug, was ich gelernt habe, tauglich ist, um ein Startup zu führen. Ob ich das nicht ganz fürchterlich schnell gegen die Wand fahren würde. Nee, glaube ich nicht, dass ich das sofort gemerkt habe. Sonst hätten wir, glaube ich, das ein oder andere Großkraftwerk gar nicht mehr angefangen. Sondern auch die Dynamik dieses Prozesses haben wir, denke ich, unterschätzt. Doch, ich nehme für mich in Anspruch, dass ich ein Gewissen habe. Und dazu gehört, dass ich auch immer wieder mal ein schlechtes Gewissen habe. Weil ich bin genauso fehlbar, nehme ich an, wie der Leser, der gefragt hat.